Ja, hallo zur heutigen Sendung von Bildungswerk Live. Es geht um Seminare hier bei uns im Norden von Rheinland-Pfalz. Ich bin Markus Böhm, Beratungszentrumsleiter im Westerwald. Wie fast immer habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet und in unserem Part heute geht es um Weiterbildung in deiner Nähe. Heute ist der zweite Teil. Und wir widmen uns dem Thema effektiv Kalorien verbrennen. In der letzten Woche hatten wir Neuroathletik kurz vorgestellt und die beiden Seminare werden im Juni in Wittgert stattfinden. Und wir möchten mit dem zweiten Teil heute diese Vorstellung der beiden Seminarthemen von Klaus Schmidt und Anne Hilf-Bau abschließen. Und was uns halt immer ganz wichtig ist, mit den dort neu erworbenen Kenntnissen kannst du sofort sowohl dein eigenes als auch das Training deiner Gruppe verbessern. Also die Praxisnähe ist uns nach wie vor ein hohes Gut. Ja, die beiden Themen werden zum ersten Mal in Wittgert im Westerwald angeboten und damit bieten wir halt den Kursleitern und Kursleiterinnen, die diese Themen mit in ihre Gruppe einbauen wollen oder sich mal verstärkt diesen Themen widmen wollen, die Möglichkeit, ganz in der Nähe sich fortzubilden. Und was sich hinter dem Thema Neuroathletik verbindet oder verbirgt, haben wir in der letzten Woche besprochen. Und heute bringen wir euch das Thema effektiv Kalorien verbrennen etwas näher. Stell dir vor, du möchtest wieder in den Sport neu einsteigen oder fängst komplett neu an und dein Ziel ist die Verbesserung deiner Kondition und die effektive Verbrennung von Kalorien. Du bist Kursleiter, Kursleiterin und möchtest dieses Thema deiner Gruppe vermitteln oder du suchst nach einem Ausgleichssport, um ein paar Kilos zu verlieren. Ja, dann bist du bei diesem Seminar genau richtig. Die Anne Hilf-Bau ist eine erfahrene Personal Trainerin und hat ständig mit Menschen zu tun, die möglichst viele Kalorien verbrennen wollen. Und mit ihrer Begeisterung für Bewegung und ihrem Wissen über die Energiebereitstellung ist sie die perfekte Referentin für dieses Thema. Ja, ich will euch in aller Kürze so ein paar Sachen näher bringen. Fangen wir mal kurz mit den Begriffen an. Kalorien kennt jeder. Was genau es ist dann wieder nicht jedem direkt so, dass es aus dem Mund raus sprudelt. Also von der Grunddefinition her ist es so, dass eine Kalorie genau der Menge an Energie entspricht, mit der man 1 Gramm Wasser um 1 Grad Celsius erwärmen kann. Allein für die lebenswichtigen Körperfunktionen wie Atmung, Verdauung und Herzschlag benötigt der Mensch jeden Tag ziemlich viele Kalorien. Eine erwachsene Frau so etwa 1400 Kilokalorien und ein erwachsener Mann circa 1700. Das ist aber altersabhängig und variiert im Bereich des Erwachsenenlebens. Beim Seminar wird es so sein, dass mit einer kurzen theoretischen Einführung das Seminar eröffnet wird. Dabei wird außer über die sportphysiologischen Grundlagen auch das Thema Hilfsmittel, in dem Fall jetzt zum Beispiel Pulsuhr, mit aufgenommen. Inwieweit ist es sinnvoll oder nicht? Wo kann sie uns helfen? Worauf soll man achten? Und es wird auch kurz über die Einnahme von Ergänzungsmitteln gesprochen. Und da gibt es halt auch den einen oder anderen Hinweis, wofür sind sie gut, worauf soll man achten. Also das ist ja auch ein mittlerweile allgegenwärtiges Thema. Nochmal wichtiger für die, die sich fleischlos ernähren. Da kommt man um bestimmte Nahrungsergänzungsmittel nicht drumherum. Also das wird auch ein Thema sein. Das natürlich auch in Verbindung mit, ich fange jetzt an, Sport zu treiben, mein Körper muss ich auf eine neue Situation einstellen und inwieweit spielen da Ergänzungsmittel eine Rolle. Natürlich wird auch der optimale Trainingsbereich thematisiert und gegen Ende der Theorie gibt es die Möglichkeit zur Diskussion und zum Wissen bzw. Erfahrungsaustausch. Dann haben wir natürlich ganz viel Praxis in diesem Seminar. Wie gesagt, die Anne ist eine Praktikerin und dementsprechend wird der Schwerpunkt des Seminars auch im Bereich der Praxis liegen. Die Praxis wird dann mit einem Warm-up starten und Möglichkeiten zum Wiedereinstieg in die Gruppenfitness. Dabei werden nicht nur Varianten für Anfänger, sondern auch Übungen für jedes Level vorgestellt und ausprobiert. Das ist halt immer so ein Ding, wo die Anne gerne hinschaut nach dem Motto, ich habe eine Gruppe, die ist nicht unbedingt homogen, sondern die fangen an verschiedenen Punkten an und dann trotzdem innerhalb der Gruppe die Übungen so zu gestalten, dass sich jeder abgeholt fühlt. Das macht halt eine erfahrene Übungsleiterin aus und so wird das dann auch hier vorgestellt, dass praktisch jedes Level etwas hat, was es ausprobieren kann. Dann werden unter anderem noch folgende Bereiche intensiv vorgestellt und durchgeführt. Da ist es zum einen das Step Aerobic, dann Intervalltraining, Ganzkörpertraining und dann das hochintensive Intervalltraining, also HIT-Training genannt, inklusive der Sonderform Tabata. Das ist ein Training mit kleinen Trainingsmaterialien. Materialien machen das Training eigentlich immer etwas interessanter, abwechslungsreicher. Und gegen Ende der Praxis werden dann noch Übungen zum Cooldown vorgestellt und getestet. Ja, was ist das Ziel dieses Seminars? Du lernst zum einen, welche Sportarten am sinnvollsten bzw. am effektivsten sind, um wieder mit dem Sport zu beginnen. Außerdem erfährst du Pro und Contra rund ums Laufen und ob es für jeden geeignet ist. Du lernst, eine Gruppe mit unterschiedlichem Leistungslevel unter einen Hut zu bringen. Und dies gelingt, wie eben schon gesagt, durch Alternativübungen, denn nach oben ist immer Luft, wie die Anne so schön sagt. Und außerdem weißt du nach dem Seminar auch, wie du die Gruppendynamik fördern und deine Motivation weitergeben kannst. Du erfährst, wie du dein Training steigern und dich im Training stetig verbessern kannst. Und du triffst in diesem Seminar Leute, die entweder Einsteiger, Sportanfänger oder Menschen sind, die sich sportlich betätigen möchten und das ein oder andere Kilogramm verlieren und ihre Kondition wieder aufbauen möchten oder einen Ausgleichssport suchen. Außerdem begegnen dir natürlich aktive Kurs- und Übungsleiterinnen, die sich zum Thema Kalorienverbrennen auf den neuesten Stand bringen wollen, um ihr Wissen und ihr Können an ihre Gruppen weiterzugeben. Also sprich, samstags bin ich beim Seminar dabei, montags stehe ich vor meiner Gruppe und bringe einen zusätzlichen ganz neuen Input hinein. Ja, was erwartet dich bei diesem Seminar? Du wirst persönlich betreut. Unsere Referentin nimmt sich Zeit für deine individuellen Bedürfnisse und unterstützt dich bei deinem persönlichen Fitnessziel. Das macht unter anderem die kleinen Gruppengrößen durch unsere begrenzte Teilnehmerzahl. Also wir werden zwischen 12 und 15 Leute maximal sein. Durch diese geringere Zahl garantieren wir eine angenehme Atmosphäre zum Lernen und vor allen Dingen auch zum Austauschen. Was bei uns immer ganz wichtig ist, sind die praxisnahen Inhalte. Unser Seminar basiert auf aktuellen Forschungsergebnissen und bietet praxiserprobte Methoden für effektive Kalorienverbrennung und Verbesserung der Kondition. Und ja, was bei uns auch immer selbstverständlich ist, sind transparente Kosten. Bei uns gibt es keine versteckten Gebühren. Du zahlst einen fairen Preis für einen hochwertigen Unterricht. Ja, welche Gründe können dich dazu bewegen, zu uns zu kommen? Das ist die Motivation und die Unterstützung durch unsere Referentin. Du wirst Teil einer motivierten Gruppe, die sich gegenseitig unterstützt und gemeinsam an ihren Zielen arbeitet. Wir versprechen einen nachhaltigen Erfolg. Unsere ganzheitliche Lernmethode sorgt dafür, dass du nicht nur kurzfristige Ergebnisse erzielst, sondern langfristig von diesen Erkenntnissen profitieren kannst. Und die Anpassungsfähigkeit unserer Referentin egal in welchem Fitnesslevel du dich befindest, unser Seminar bietet Übungen und Tipps für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer. Und natürlich kommen Spaß und Abwechslung nicht zu kurz. Lernen muss nicht langweilig sein, im Gegenteil, Lernen muss Spaß machen. Und unser Seminar bietet eine Mischung aus theoretischem Wissen, praktischen Übungen und motivierenden Herausforderungen. Ja, das war's schon. Ein kurzer Überblick über das, was euch im Juni bei unserem Seminar mit der Anne erwartet. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ran ans Telefon oder die Tastatur und sich schnell per Telefon oder Mail oder über die Webseite anmelden. Und das waren jetzt so in Kürze die wichtigsten Informationen zu diesem Thema. Und ich hoffe, ihr seid jetzt etwas klarer, was euch erwartet, habt Lust, zu uns zu kommen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst. Ich würde mich freuen. Bis dahin eine gute Zeit.